Lynn really seemed to be suffering. When I saw her like that, Mother, I remembered back to when you nursed me when I was sick. Und damit auch mal wieder ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Chronicle. Eigentlich wollte ich ja in dieser Folge den Dungeon weitermachen, aber da werden wir eiskalt mal von einer kleinen Cutscene zwischengekrätscht, sag ich mal so. Kommt eiskalt so eine Cutscene am Anfang und die sieht, beginnt schon mal recht interessant. Wir müssen wieder an unsere Mutter denken und ich denke mal, dass diese innerhalb des Verlaufes dieses Spiels auch eine wichtigere Rolle spielen wird. Zuerst wurde ja gedacht, dass der Regenbogenschmetterlingwald unsere Mutter ist, aber das hat sich ja dann als anders herausgestellt. Und jetzt müssen wir wieder an sie denken, wie sie uns damals, als wir krank, wahrscheinlich mit Fieber oder wir haben eine nackte Frau gesehen, keine Ahnung, so wie das Kind aussieht, könnte beides der Fall sein, gepflegt hat. Ja. Mutter, muss ich sterben? Don't be silly. Unsinn. Natürlich stirbst du nicht. Aber mein Kopf, mir ist so schwindelig. Es ist zu spät. Mutter, ruf einen Priester. Don't worry, sweetheart. Keine Angst, mein Schatz. Ruh dich aus, dann geht's dir bald besser. Außerdem hat der Priester heute einen freien Tag. Sein freien Tag. Wenn du also nicht noch ein bisschen durchhältst, kommst du nicht in den Himmel. Sehr fürsorgliche Mutter. Was? Das ist unfair. Oh. Sehr fürsorgliche Mutter. Nein, ich sterbe. Nee, geht nicht. Priester hat heute Urlaub. Musst du noch gedulden, sonst kommst du nicht in den Himmel. GG. So, dann mal schauen, wie diese Ebene wird. Auf alle Fälle schon mal richtig lohnenswert von den Schätzen her. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Das wollte ich machen. Mal schauen, wie das wird. Was zum Teufel ist das denn jetzt? Kein Effekt. Wieso jetzt kein Effekt? Was zum Teufel? Deswegen scheinbar kein Effekt. Vergiss es. Das schaffen wir nie im Leben. Einfach nur vergiss es. Ja, noch mehr. Einfach nur. Nein, das will ich doch gar nicht. Ich glaube, ich bleibe hier mal lieber auf dem Witchpot. Ich habe keine Ahnung, wieso das eben kein Effekt war. Aber die Monster hier scheinen doch etwas auf einem höheren Level zu sein. Okay, die Dinger kann man noch locker mit unserer normalen Waffe killen. So viel zu dem Thema. Das ist zwar ein richtig nerviger Kampf, aber es geht. Alter, jetzt hör doch auf!
Oh Gott. Aber das könnte auch auf alle Fälle ein gutes Training sein für uns. Bitte fall nicht da auf der Brücke um. Das war jetzt ein kleiner Fail von mir, weil ich den hätte mehr Schaden zufügen können. Dann wäre er vielleicht schon schneller drin gewesen. Aber ist auf alle Fälle machbar. Zwar schaffen wir die Aufgabe nicht, die wir in dieser Ebene hatten, aber... Ja, gut, den machen wir definitiv mit Steve. Der hält schon allein 4 Schüsse von Steve aus. Der ist unmöglich für unsere normalen Waffen geeignet. Hat aber auch schon... Franz Wappen, also können wir die anderen Gegner einfach so da lassen. Dann können wir auch nochmal direkt schauen, wie es mit unseren Waffen derzeit aussieht. Hier können wir uns erstmal heilen. Danke. Dein fucking Ernst! Verfolgen die Viecher mir jetzt auch noch hier drinnen. Böse. Ja, natürlich. Jetzt kam der scheiß Drache von hinten. Alter, nicht euer Ernst. Ich mache hier dann mal einen kleinen Cut. Bis gleich. Und willkommen zurück. Und ich merke gerade, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Alter, das Dungeon, das kann wirklich noch ein kleines Problem sein. Ein. Okay, die Viecher halten auch eine ganze Menge aus. Ich glaube, da gehen wir dann auch mal lieber mit Steve drauf. Das ist wesentlich einfacher. Ja, unsere Waffen müssten wir hier wirklich noch ein bisschen trainieren, damit diese Gegner auf unserem Level sind. Dass das so hart wird, hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Zumal wir ja im letzten Dungeon schon gut genug trainiert haben, im Normalfall eigentlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Gegner hier dann so OP werden. Das war jetzt ungeplant. Ein schöner Clown. Wir nehmen natürlich wie immer die rote Truhe. Das sollte eine Reparaturpulver. Ja gut. 4 Reparaturpulver. Das ist sogar das Bessere gewesen. Die beiden haben wir auch schnell und easy weggehauen. Da hinten ist noch ein Sprinter. Den können wir auch noch schnell machen. Ach, wieso macht den Sprinter jetzt mit Steve? Den hätte ich jetzt natürlich auch mit Max machen können. Egal. Hauptsache, sie sind weg. So, der Ausgang ist da hinten. Jetzt ist die Frage, das ist keine Sackgasse, aber... Das ist ein Elefant, den machen wir mit Steve. 5 Schüsse, Alter. Ein Schuss zieht 80 Schaden, also muss der um die 400 Leben haben. GG, was ist das? Die
Dinger können ja nochmal auch öfters mal Items haben. Und ich weiß gerade nicht, was das da eben war. Also hätte ja sein können, dass wir dadurch ein gutes Item oder so bekommen. Eigentlich wollte ich gerade sagen, schön, dass der Sprinter das Vieh aufgehalten hat, aber... Ach, hört auf, fickt euch doch einfach nur! Ja, genau! Gott! Können wir uns heilen? Natürlich können wir uns nicht heilen! Wie soll's auch anders sein? Also klar, wenn die Gegner zu schwach sind, kann es natürlich auch mal langweilig werden. Wieso können wir uns jetzt nicht heilen? Hä? Okay. Aber wieso? Wieso hat das jetzt so lange gedauert? Ich gebe es dazu, wenn die Gegner zu schwach sind, kann es auf der Dauer auch ein bisschen langweilig werden. Das mag zwar stimmen, aber besser zu schwach als zu stark. Denn zu stark zerstört auch nur den Spielspaß. Ja, natürlich. Und man kann nicht blocken. Und gut, die Dinger, die halten doch ein bisschen mehr aus als gedacht. Ist jetzt nur die Frage, was haben wir eigentlich für eine Waffe? Einen schwachen normalen Hammer oder unseren normalen Hammer? Sollten wir vielleicht auch mal kurz schauen. Echter Kampfschlüssel. Ich glaube, das ist unsere Nummer. Aber 20 sieht auch ein bisschen schwach aus. Wir hatten doch eine stärkere Waffe als nur 20. Bohrschlüssel. Kampfschlüssel. Der Schmetterschlüssel war unsere normale Waffe. Den können wir auch wieder ausrüsten. Den echten Kampfschlüssel. Hochstufen können wir nicht. Gut, dann... Spektrumieren. Holy... Holy fuck, der hatte 37 Synthesepunkte. Leck mich doch fett. Die hat 4 Synthesepunkte. Wie viel brauchen wir dafür nochmal? Angriff, Blitz, Exorzismus und Schuppe. Können wir ja hier mal schauen. Oh, ich will doch nur wissen, wie viel wir dafür bekommen. Gut, hierfür brauchen wir 7 Synthesepunkte. Hierfür brauchen wir 5. Und hierfür brauchen wir 6. Wir hätten da noch einen Schlüssel, den wir spektrumieren können. Ein Kampfschlüssel, der dann wahrscheinlich noch schwächer ist. Ist die Frage, machen wir das oder sparen wir den auf? Ich würde eher sagen, dass wir den aufsparen. Weil ich meine, in die vorherigen Ebenen müssen wir sowieso noch... Und da sind die Gegner sowieso schwächer. Deswegen sparen wir den lieber fürs Trainieren auf. Und haben dann jetzt wenigstens eine Waffe, die ein bisschen mehr Damage macht. Denn deswegen können die Gegner hier vielleicht auch so stark sein. Weil wir denen keinen Schaden machen. So,
wird. Wobei die Gegner sind auch so normal stark. Gut, wir gehen erstmal hier hinten entlang. Ist zwar ein etwas größerer Umweg, aber... den Umweg müssen wir sowieso machen. Also ist es sozusagen nicht mal ein Umweg. Und jetzt müssen wir auch keine Gegner mehr killen. Nice. Aber ich glaube, das Stück Schinken hatte ich vorher auch schon. Jetzt müssen wir einfach nur noch versuchen zu überleben. Sollte aber, denke ich mal, gehen. Selber habe ich wahrscheinlich auch das letzte Mal schon gedacht, aber jetzt weiß ich ja ungefähr, was mich hier an dieser Ebene erwartet. Rapper und Hubwolfer, das sehe ich doch immer wieder gern. Davon können die mich echt so viel zuscheißen, wie sie wollen. Da habe ich so überhaupt gar nichts dagegen. Lass mich raten, die Kiste kann ich nicht öffnen, solange die Maske da ist, natürlich. Ja, komm noch mal her. Nett. So mache ich ihm wenigstens etwas Damage. Dann lag das wirklich größtenteils nur an der Waffe. Heiliger Kristall, gut. Kann man wahrscheinlich auch irgendwann mal benötigen. Und zwei Bomben, das sehe ich doch auch sehr gerne. Da hinten gibt es natürlich noch eine Kiste. Natürlich muss es da noch eine Kiste geben. Wieso auch nicht? Aber wir sollen es trotzdem überleben, würde ich hoffen. Und natürlich muss diese Kiste jetzt wahrscheinlich wieder bei einem Gegner sein. Obwohl, ne, wir können sie öffnen. Hätte ich jetzt natürlich nicht gedacht. Gut, zwei Portalen. Dafür mache ich das natürlich auch gerne. Den haben wir noch schnell gekillt. Einfach nur, weil ich kaum noch Leben habe. Ich heile mich jetzt aber nicht. Ich wechsle zu Monika. Die dürfte Full Life sein. Und... weiß ich nicht, beenden wir den Part jetzt noch dieser Ebene? Das wäre dann allerdings wieder so verdammt kurz. Aber ja gut, dann wird es halt ein zweiter verdammt kurzer Part. Wenn ich den Part dann beende, kann ich das Verlies nochmal verlassen, dann sollte ich wieder Full Life sein. Und dann zum nächsten Part können wir ja dann schauen, ob wir es da schaffen, zwei Ebenen in einer Folge zu machen. Glaube ich zwar noch nicht, denn die Gegner hier, die sind wirklich noch auf einem etwas höheren Level. Aber so langsam kommen wir ja hier hinein, wie man es diese Folge sehen konnte, weshalb ich ein Game Over hatte. Das ist jetzt eher ungeplant gewesen. So, ein Witchpot darf schon auch nochmal reparieren. GG. Und das alles nur für eine weiche Banane. Geil. Okay, ja gut, dann mach ich das alles jetzt noch. Dann wird die Folge nicht ganz so kurz werden. Ich hätte es eigentlich offscreen gemacht, aber das kann man auch eigentlich jetzt noch machen. Eigentlich. Nehme ich wieder mit. Sehr logisch. Erstmal. Obwohl das Speichern, das bringt jetzt natürlich nichts. Erstmal Schwebetal verlassen. Boom.
wegen Schwebetal verlassen, Sternenlicht-Canyon verlassen will, meinte ich doch. Zum Schwebetal hin verlassen vielleicht. So. Charakter zum Zug schicken. Damit dürfte der Witchpot jetzt repariert sein. Wir können jetzt nochmal bei Witchpot verbessern, gucken, wie viel wir jetzt haben. Jetzt könnten wir uns den verbesserten Kern sogar kaufen. Ist die Frage, nehmen wir jetzt so einen verbesserten Kern oder nehmen wir so ein Schildset? Das ist eine Frage. Ich könnte mir auch nochmal so zweite Fasskanonen kaufen. Oh, das würde null Sinn ergeben. Die Spracheinheit will ich mir aber auch noch holen. Aber nee, ich glaube, ich kaufe mir jetzt wirklich erstmal den verbesserten Kern. Was war das jetzt? Warte mal, Witchpot verbessern. Kern 2. Okay. Interessant. Verbesserter Kern, Status. Ja, wenn ich jetzt noch die Statuswerte von den alten Kernen auswendig wüsste, wäre das vielleicht ein bisschen praktisch. Aber an sich denke ich mal, dass unser Witchpot dadurch jetzt noch stärker geworden ist. Mitnehmen. Ist der wieder bei uns mit dabei, hat volle Fähigkeitenpunkte, man weiß ja nie, für was man den benötigt. Sternlicht Canyon, yo. Und erstmal speichern. Nein, doch nicht verlassen. Speichern. Und jetzt kann ich nicht... Oh, fick dich doch. Ach Gott. Speichern. So, bewegen. Sternlicht Canyon. Besiege alle Gegner nur mit Gegenständen. Jo, das werde ich definitiv nicht schaffen. Dann wird die nächste Ebene wieder recht schnell. Jedenfalls schneller als die erste Ebene beendet werden können. Wobei so viel schneller wird doch definitiv schneller, denke ich mal. Wobei jetzt bei der zweiten Ebene haben wir ungefähr genauso lange gebraucht und da hatten wir auch keine Aufgabe. Sind allerdings auch einmal gestorben und das wird dann im nächsten Part hoffentlich nicht wieder passieren. Ja, mal schauen, ob wir es dann in der nächsten Folge schaffen, zwei Ebenen in einen Part zu machen. Müssen wir sehen, wie es... Der Geostein ist gefallen? Bitte was? Okay. Ja, müssen wir sehen, wie es dann wird. Ihr werdet es dann alles in... Ja, entweder 3 Tagen oder... 1, 2, 3, 4 Tagen sehen. Ja, und bis dahin, ich freue mich wie immer über Kommis, Abos und Likes. Hoffe, euch hat diese Folge, auch wenn da nicht besonders viel passiert ist, mal wieder gefallen. Aber ihr solltet es natürlich auch schon gewöhnt sein, dass hier in den Folgen nicht besonders viel passiert. Keine Ahnung, wieso man sich das Let's Play reinzieht. Und ich freue mich wie immer über Kommis, Abos und Likes. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelühü! Hab ich das mit den Kommis, Abos und Likes jetzt wiederholt? Ach, keine Ahnung. Ciao, XD!